Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart Tour. Aber das wird nämlich dann mal so nicht so ein wirkliches Laune kommen, weil ich wollte dann noch kurz was daraus sagen. Also wir starten, dass man Cheap bucht und dann kann ich was alles daraus sagen. Nein, nicht das, sondern das. Ach, das kann nicht sein, dass es ja Katzenpeach hat. Ich finde es unnötig, dass es immer so jedes Mal das Geld, den Geld wegfrisst. Okay, folgendes. In den kommenden Wochen und ein paar Monaten werde ich aber, wenn ich das Video fertig mache und hochgeladen habe, mache ich dann mal einen Mario Kart Tour Pause. Also ich mache hier eine große Pause, also bitte wundert euch bitte nicht, auch Cool Guy und andere, bitte nehmt bitte mich nicht zu viel ernst, weil oder sei bitte jetzt nie enttäuscht, dass ich mal eine ganz große Pause mache. Spielen kann ich zwar trotzdem noch, aber die nächsten Video werde ich erstmal Pause machen. Also da mache ich eine Pause, weil ich mache ja auch hier Livestreams. In einem kommenden Livestream wie Genshin Impact, Subnautica, Party Panic, Fall Guys, Fortnite, was noch? Jak and Daxter, Ratchet and Clank, Monster Hunter, Lego Jurassic World. Warte mal, was ist jetzt noch hier? Was noch? Wahrscheinlich auch Subnautica Below Zero. Und dann hier Kingdom Hearts und alles weitere, weil, also nimm bitte nicht zu viel ernst. Also ich mache hier auch sogar Livestreams hier in meinem YouTube-Kanal, falls ihr daraus noch sehen würdet, wegen hier. Also nehmt bitte nicht die Enttäuschung an, weil Pause muss sein. Also Pause muss sein durch die ganzen Ausraster von den übertriebenen Leuten. Also nehmt euch bitte nicht enttäuscht an. So, Kalimari-Wüste, 2R. Also Livestreams mache ich auf YouTube trotzdem, aber auf PlayStation 4, die ich spiele. Nächste Woche wird sowieso ein neuer Stream kommen, und zwar Subnautica. Werde ich nämlich hier daraus spielen. Und dann noch eher dann irgendwann später hier mit Mario und der fremde Kämpfer und die anderen Fall Guys zu spielen, weil ich möchte nämlich auch mitmachen hier im Fall Guys, aber ich muss. Wenn ich Fall Guys neu habe, muss ich erstmal hier ein bisschen trainieren, bevor ich so ein richtiges Video mache. Ich weiß, Mario Kart Tour, dass ihr gerne, dass zum Beispiel Trick 7 würde gerne mal noch mehr von mir, dieses Mario Kart Tour sehen, aber Pause muss sein. Pause muss wirklich mal sein. Selbst auch für Sascha wäre natürlich hier ein bisschen enttäuschend, aber ich sag es ja, Pause muss ja sein, dass wir daraus machen, aber ich spiele den Mario Kart Tour trotzdem noch, aber Video beim Pause, also Pause durch das Video.
Also ich mache eine Videopause bei Mario Kart Tour, weil ich muss ja auch mal für meinen Stream, also Livestream, beschäftigen und konzentrieren. Zum Beispiel das Survival-Spiel Subnautica, das würde ich auch hier Livestream machen und dann hier daraus machen, wie ich hier zum Beispiel Ressourcen sammeln und anderes daraus bauen. Und gefährliche Kreaturen hier zu sehen. Okay, dann machen wir das nächste Geschenk auf. Warte mal, jetzt gucken wir jetzt mal hier. Okay, wir haben nicht mehr, jetzt nicht so viele Münzen. Sprung, Turbo springen mit Koopa im Vanillesee. Also Sprung-Turbo springen ist für mich auch für mich das gut, den gutesten mit also Minispiel. Okay, 10 Sprünge. Ja, Koopa ist auch eines meiner Lieblingscharakter von Mario Kart. Hier, wie der sich sogar sehr richtig freut. Nein, danke. Hey, nichts weit. Steiger ist Buzzer X. Spielen den speziellen Baby Rosalina, aber die normale Baby Rosalina, die habe ich jetzt durch Offline auf Maximum gestiegen. Also durch Maximum hochgestiegen. Ich scheine ja schon wieder hier einen Fehler zu haben. Ich hasse sowas. Das habe ich mir schon gedacht, dass es dann plötzlich ein Pop-On kommt. Ich hab zwar getroffen und mich hat auch noch die Banane getroffen. Selbst auch für Izanami Aida, die auch hier Mario Kart, also den hier Mario Kart dazu mit aufnimmt, bitte sei mir nicht enttäuschend. Für sowas hier, weil ich mache ja wirklich Pause. Und falls du das siehst, cool Guy, weil wenn du gerne mitmachen möchtest, da könntest du auch hier beim Livestream mitschauen, wie ich aufnehme. Zum Beispiel in Subnautica oder andere wie Fortnite und Genshin Impact mache. Also du könntest mal bei mir auch mal davon hier mitschauen, wenn du das möchtest. Yeah.
So. 17.657 Punkte. Das ist ja richtig viel. So, jetzt Donut-Ebene 2R. Wir spielen mal hier Birdo, den Doppeldecker und den Drachen, also der neue Drachen. Okay, das war jetzt ein Volltreffer. Das vorher war kein Volltreffer, aber jetzt Volltreffer von hinten. Weil die Montys. Okay, ich bin ja so weit ganz hinten. Und dafür erster Platz. Zehntausendsechshundertvierundachtzig. Auch richtig viel. Okay, jetzt wird es wieder reichlich geschenkt. Oh, wir haben den Bingo erreicht. Wir haben den Bingo erreicht. Plus 5 Rubine. Jetzt gucken wir mal hier. Oh, fast knapp 30 erreicht. Flatterwald. Fast 30 Münzen erreicht. German Bergart, auch ein Deutscher. Okay. Okay. Los geht's. Mich triffst du nicht. Sein Spinnenauto. Ja, Mario Kart Wii. Schon seit früheren Zeiten, dass ich mit meine kleine Schwester auch früher mal gespielt habe. Aber davon echt viel Quatsch gemacht. Okay, den Münzenblock muss ich noch nicht nehmen, weil wir gerade gleiten.
Jetzt. Vorsicht. Ah, schade. Schade, schade. Wow! Wow! Das war knapp! Das war knapp jetzt! Das war jetzt knapp! Love Goodness hat mich fast eingeholt, aber ich habe so schnell wie möglich kurz vorm Ziel nochmal schnell eingeholt. Hahaha! 14.508 Punkte! Aber noch keine grünen Medaillen. Schade. So, jetzt Tourgeschenk. 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 Oh, rosa Blumengleiter. Oh, ich glaube, wir werden. Ja, wir werden dafür schaffen, nochmal 45 Rubine zu kriegen. Weil das wird jetzt mal. Heute wird das mal diesmal einen ultimativen Mario Kart Tour, bevor ich dann mal Pause mache. Oh. Ich dachte, das ist ein Rennen, aber das ist ein Minispiel. Fail. Okay, wieder Volltreffer. Nicht von diesen Krabben umfahren. Nein! Vier getroffen und vieles übersehen. Oh, das hat doch gerade noch gezählt. Das hat gerade noch gezählt. Oh mein Gott. Trotz vieles übersehen haben wir es noch geschafft. Boah, 3 Punkte mehr. Warte mal kurz hier. Oh, hier sind noch so viele Münzen, viele Rennen dabei. Da. Gehen wir zum Feuerbruder Cup. Sonnenuntergangswüste. Yoshi. Warte mal kurz. So, da bin ich wieder, weil die Tür war von zweit offen. Na gut. Los geht es. Wenn wir denn 45 wieder erreicht haben, dann vielleicht kriegen wir das Glück, Katzen-Peach zu kriegen. Letztens, wo ich hier Rage Quit gehabt hatte, da hatte ich gar kein Glück gehabt. Schade. Bloß Glück, dass ich nicht getroffen wurde, weil sonst bin ich schon sofort am Arsch. Voll auf den Scheigei gestoßen. Aber ich habe ich irgendwie richtig gesehen, dass es bei dem nächsten Minispiel wieder mal gegen Riesenkönig Bob-Omb kämpfen.
Eine Spezialglocke. Aufpassen, die Shy Guys. Okay, Fledermäuse wieder. Ah, die Münzen hat er noch. Die Grünmünzen hat das doch noch dazu gereicht wegen Treffen. Aber schade. Schade, schade. Ja, schade. Ja, Riesen. König Bob-Bomb. Und Bergbescherung X. Hallo, Lakito. Und los. Ja, jetzt habe ich Münzen bekommen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir müssen jetzt wieder mal viele Punkte sammeln, bevor ich die große Pause mache. Oh! Das war knapp. Das war jetzt mega knapp. Und übers Ziel. Ah, Peach hatte ja eine Katzencabrio, obwohl ich auch eins habe. Oh, das. Warte mal. Das reicht bestimmt, oder? Nein, das reicht nie! Eine einzelne Münze fehlt noch! Shy Guys Bazaar kommt nämlich jetzt. So, und los. Oh ja, das ist gut. Das war jetzt gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Yeah.
Konzentration jetzt. Und am Ziel. Ui, ganz schön viele Punkte. Na da, holen wir uns die drei Rubine wieder. Also holen wir uns die drei Rubine. Hallo? Ach so. Aber erstmal zünden gratis. Wahrscheinlich ein normales. Nee, diesmal DK Jumbo. Ui. Ein Stern. So, laden. Also zum Laden holen wir uns die drei Rubine. Jetzt gegen Riesen König Bob-omb. Konzentration jetzt. Mist, verdammt. Tja, selber von Bob-omb getroffen. Hält auch nie gut. Wow! Das hätte ich nie gedacht, dass du denn noch den Giga Bob-omb hast. Daneben. Wow! Jawohl, getroffen! Und direkt am Ziel! Und direkt am Ziel! Sehr gut! Sehr, sehr gut! Nun, königliche Rennpiste. Los geht's. Konzentration bleiben.
mal schön aufpassen. Wow. Böser Funky Kong. Nein, 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 fahr durch, fahr durch, fahr durch, fahr durch, fahr durch. Oh, sehr gut. Sehr gut. Peach hat mich fast eingeholt. Los geht's. Ich werde das bestimmt noch kriegen. Ich werde das bestimmt noch kriegen, den Katzen-Peach. Ah, die hat auch noch die originale Stimme von aus Mario Kart 8. Die Katzen-Peach-Stimme. Die hat noch die originale Stimme. Out. Es ist gut, dass du die Panzer benutzt hast. Jetzt bin ich Erster. Wow! Das war knapp. Das war jetzt knapp. Du hättest mich eher treffen sollen, aber das war zu spät. So, jetzt Donut-Ebene. Wahrscheinlich das gleiche aus der erste, also aus der erste Cup. Das lässt sich sehr schwer zu fahren, wenn Bowser drauf ist. Ja.
Ja, danke schön, dass du mich geschubst hast. Mann, die Leute sind. Also bei Donut-Ebene finde ich am meisten für mich echt schlimm. Na super. Zeitfahren? Mit einem kleinen Knuffi? Muss ich schon in Konzentration bleiben. Au, 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 au. Jetzt habe ich die Zeit vermasselt. Ich hasse solche Steinblöcke. Und? Wir haben es trotzdem geschafft. Noch ein, noch ein. Okay, gucken wir jetzt mal. Na, wir können mal hier. Ich werde mal kurz mal hier einen Cut machen. Da spiele ich das mal vor wegen 10-mal zünden. Also bis dann. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt mal alles durchgespielt. Also fast alle Rennen durchgespielt. 45 Rubine habe ich jetzt. Wollen wir mal versuchen, goldene Röhre zu kriegen. Ob es Gold oder nicht Gold ist. Es ist oh, auf jeden Fall Gold. Ist das Katzenpeach bestimmt? Frostschutztropfengleiter? BPS-Galeere? Ah, leider rosa Pfotenballons. Larry. Lemmy. Spielzeug Kartrot-Blau. Erdbeer-Donut-Gleiter. Okay. Piranha-Pflanzen-Gleitschirm. Shy Guy. Shy Guy nochmal. Ah, es wäre fast
Jackpot gewesen. Es wäre fast Jackpot gewesen, aber zwei exzeptionelle Gleiter. Naja, bin ich momentan jetzt erstmal zufrieden. Ich habe jetzt den Katzencabrio und natürlich den Pfotengleiter. Schade. Na dann, wir sehen uns irgendwann mal wieder hier im Mario Kart Tour. Hoffentlich hat euch das gefallen. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Und ich mache jetzt mal eine große Pause.